Wir bei SPIE sind uns unserer Verantwortung bewusst und setzen uns aktiv für den Klimaschutz ein. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere CO2-Bilanz bis 2025 um 25% zu reduzieren. Konkret bedeutet das, unser Fuhrpark macht 87% unseres direkten CO2-Fußabdrucks. Deshalb reduzieren wir unseren Kraftstoffverbrauch und unsere Treibhausgasemissionen, indem wir mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge in unsere Flotte aufnehmen. Ziel ist, dass bis 2025 jedes dritte Fahrzeug der Flotte elektrisch betrieben wird. Verringerung der Fahrzeug- und Motorgröße. Installation der entsprechenden Ladeinfrastruktur. Optimierung unserer Fahrten und Förderung von umweltbewussten Fahren und Telearbeit. Außerdem reduzieren wir die Emissionen unserer Gebäude, indem wir ihre Energieeffizienz verbessern, den Einsatz erneuerbarer Energie erhöhen. Zudem optimieren wir auch alle unsere indirekten Emissionen, indem wir unsere Lieferanten dazu auffordern, sich ehrgeizige Ziele zur CO2-Reduzierung zu setzen, Geschäftsreisen reduzieren und umweltfreundlichere Optionen fördern, die Mülltrennung und das Recycling im Unternehmen verbessern. Gemeinsam mit anderen Unternehmen haben wir uns wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt und verpflichten uns, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Für die Generation nach uns.